Hallo und willkommen zurück zu der Reaktion auf ein Werbeprospekt, das den Islam verkaufen soll, das sich nennt ein illustrierter Wegweiser, um den Islam zu verstehen. Nur wir haben ja gesehen, bis jetzt ist noch nichts da, um den Islam zu verstehen, sondern es wird alles Mögliche angesprochen, nur nicht das, was den Islam angeht. Wir sind jetzt auf Seite 7 angekommen, wo wir jetzt auf die wissenschaftlichen Wunder im Koran, im heiligen Koran eingehen werden. Das heißt also, hier steht, dass Gott unterstützte seinen letzten Propheten Mohammed mit vielen Wundern und Beweisen. Braucht ein Gott sowas? Nein. Ein Gott, wenn es wirklich ein Gott wäre, bräuchte so etwas überhaupt nicht. Genauso wie steht, es stärkte sein letztes offenbartes Buch, den heiligen Koran, mit zahlreichen Wundern. Bräuchte ein Gott so ein Wunder oder ein Buch, ein irgendetwas? Nein. Vor allen Dingen hier steht drin, dass es ein unverfälschtes Wort Gottes ist. Naja, was heißt das? Unverfälscht. Es gibt endlos viele Varianten und Versionen des Korans. Das heißt also, unverfälscht würde ich da überhaupt nichts nennen. Dann gehen wir da mal weiter und sehen dann die wissenschaftlichen Wunder im heiligen Koran. Das hatten wir eben schon mal. Das heißt, es wird sehr oft behauptet, dass jetzt die wissenschaftlichen Wunder im Heiligen Koran kommen. Jetzt kommt es aber wirklich. Und schon wieder, der Koran ist das unverfälschte Wort Gottes. Also irgendwie scheint das ganz wichtig zu sein, diese wissenschaftlichen Wunder und das unverfälschte Wort Gottes. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Wunder. Und es gibt nichts Wissenschaftliches im Koran. Es gibt auch nichts im Koran, wenn man es denn wissenschaftlich betrachtet, was sich als korrekt herausstellt, gibt es alles nicht. Dafür, naja, sehen wir hier auch sie, nee, auch lernten sie. Naja, ich weiß nicht, diese Gruppe von Übersetzern, die ist auch nicht so toll. Wir hatten ja da einen Englischlehrer dabei, die hätten besser einen Deutschlehrer mitnehmen sollen. Also auch sie lernten es nach und nach auswendig, schrieben es auch und so weiter. Und dann steht da auch, sie lernten das nach und nach auswendig, schrieben es auf und überprüfen. Naja, gut. Also besonders hochwertig und qualitativ ausgegoren ist das alles nicht so, ne? So, jetzt kommt das unverfälschte Wort Gottes nochmal. Ne? Also hier, kein einziger Buchstabe im Koran wurde im Laufe der Jahrhundert verändert. Naja, ich weiß nicht, von welchem Koran die reden. Es gibt mehrere Koranversionen. Und vielleicht wurde in diesen Koranversionen kein Buchstabe verändert. Das kann ja sein. Aber es gibt halt ganz viele Koranversionen mit unterschiedlichen Inhalten. Ich weiß nicht, warum das für Muslime so wahnsinnig schwer ist, das zu akzeptieren und das irgendwie, das auch zu sehen. Irgendwie verstehe ich nicht. Das scheint also extrem wichtig zu sein, dass die das dauernd behaupten, obwohl es ganz klar falsch ist. Das Argument, dass Kinder das auswendig konnten, ist ja völlig idiotisch, weil wir ja nicht wissen, welche Version die auswendig gelernt haben. Und wenn wir 10 Kinder haben mit 10 Versionen, wissen wir immer noch nicht, welches denn nun die richtige Version ist. Und das wäre für mich eigentlich das Wichtigste, wenn ich sage, ich habe eine Offenbarung von einem Gott, der hat das in Schriftform fixiert. Dann wüsste ich schon gerne, welche Version denn jetzt die richtige ist, damit ich nichts Falsches lerne und dann auch eine bessere Chance habe, in den Himmel zu kommen, anstatt dass ich was ganz Falsches lerne. Weil es könnte ja sein, dass die Version, die ich jetzt gerade auswendig lerne, die falsche ist. Dann steht dann, der Koran wurde vor 14 Jahrhunderten offenbart. Wissen wir nicht. Und was ist denn vor 14 Jahrhunderten? Wenn wir 14 Jahrhunderte zurückrechnen, sind wir irgendwo im 7. Jahrhundert. Aber wenn wir am Anfang des 7. Jahrhunderts irgendwie angelangt sind, dann haben wir da noch keinen Koran. Also ist diese Aussage auch ziemlich, ziemlich idiotisch. Das heißt also, diese Aussage, dies beweist ohne Zweifel, dass der Koran das unveränderte Wort Gottes sein muss, ist Quatsch. Und jetzt geht es in die wissenschaftlichen Wunder im Koran. Das heißt also, der Koran steht hier unter A, der Koran über die Entwicklung des menschlichen Embryos. Jetzt, da steht ja nichts über die Entwicklung des menschlichen Embryos. Weil die Entwicklung des menschlichen Embryos geht los als zwei Haploide, die
von Gonaden als Gameten ausgestoßen werden und dann den Prozess der Fusionierung brauchen, um dann als eine einzige Zelle, eine Zygote, zu existieren mit dem vollen Chromosomensatz. Nichts davon steht im Koran. Und dann geht die Entwicklung des Menschen weiter, indem nämlich dann Nieren, Leber, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Sehnen, Gelenke, Nerven, alles Mögliche gebildet werden. Davon steht aber nichts im Koran. Das heißt also, alles, was wir im Koran finden, ist Kreationismus. Und trotzdem wird hier behauptet, es geht über die Entwicklung des menschlichen Embryos. Aber davon steht hier überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Es steht hier, wahrlich, wir erschufen den Menschen aus einer Substanz aus Lehm. Okay, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, in der Antike hatte man den Glauben, dass Menschen aus Ton oder aus Lehm oder was immer hergestellt wurden oder aus Staub. Aber wir wissen ja mittlerweile, wir Menschen wissen mittlerweile, dass es nicht stimmt. Warum ein Gott das nicht weiß, weiß ich nicht. Und dann, wenn wir den Menschen aus Lehm erschaffen haben, als dann setzten wir ihn als Samentropfen. Das heißt also, hä? Du wirst als Lehm oder aus Lehm erschaffen und bist dann ein Samentropfen. Was ist denn ein Samentropfen? Also, wir haben Samenflüssigkeit und wir haben einzelne Spermien, also Spermatozoen, die Zellen. Aber ein Samentropfen, den gibt es nicht. Und wenn wir aus Lehm erschaffen wurden und dann ein Samentropfen und dann als Blutklumpen und dann zu einem Fleischklumpen, also heiliger Bimbam, da musste ein Gott sich irgendwann mal einigen, was er eigentlich will. Dann kommt es an eine sichere Ruhestätte. Nee, das formt sich in einem Menschen, in der Gebärmutter. Das ist doch keine sichere Ruhestätte. Sichere Ruhestätte wäre irgendwo ein Banktresor oder sowas. Also, das ist alles nicht so koscher und nicht so richtig ausgedrückt. Nee, und jetzt kommen wir zur Seite 9. Und das ist jetzt interessant, weil, ich meine, das Heftchen hier, das ist ja wie wild rumgewedelt worden von dem, von dem Schiiten, von dem Hamza, Schia Hamza, so. Der hat ja, ich meine, der hat jetzt nicht viel Ahnung, der ist nicht besonders gebildet, der hat ein paar Sachen aufgeschnappt von irgendwelchen Leuten über den Koran, über den Islam, hat aber nicht so die tiefere Ahnung. Er gibt immer an, ja, er kennt Buchtitel und so. Tut mir leid, ich merke mir die Titel nicht, ich merke mir den Inhalt. Das ist für mich wichtiger, als anzugeben und sagen, oh, guck mal hier, ich kann dir 50 Titel aufsagen. Das ist mir egal. Mir kommt es darauf an, dass ich was lerne. Nicht die Titel auswendig lerne, sondern die Inhalte verarbeiten kann. Das ist für mich das Wichtige. Und jetzt kommt ja, was soll man da sagen, diese Zeichnung. Diese Zeichnung, hier sind so noch ein Dutzend andere, das wird also jetzt in allen möglichen Versionen, wird das in, naja gut, Moslemforen und was ich war, überall verbreitet. Und unter anderem auch hier in diesem Heftchen hier, in dieser Broschüre. Und da hat man von einem menschlichen Embryo ein Stück weggeschnitten und hat das dann als Zeichnung so aussehen lassen, wie ein Blutegel. Das heißt also, Zeichnungen, die äußere Ähnlichkeit zwischen einem Blutegel und dem menschlichen Embryo darstellen. Okay, was soll das jetzt? Also ein Embryo, wenn wir das mal vergleichen, wenn wir uns ja gut, ein Embryo angucken und ein Blutegel ist ein blutsaugender Wurm. Gilt das für ein Embryo? Nein. Hat ein Embryo Saugnäpfe? Nein. Ist ein Embryo? Nein. Hat ein Embryo 60 bis 100 Zähne? Nein. Hält sich ein Embryo an seiner Beute fest? Nein. Ernährt sich ein Embryo von Blut? Befestigt sich ein Embryo an der Außenhaut? Lebt ein Embryo im Süßmund? Hat ein Embryo 5 Paar Augen? Nein. Ein Embryo legt auch keine Eier, hat keine Chemorezeptoren. Sondert auch kein Hirudin ab und vor allen Dingen ist es auch nicht ein Hermaphrodit mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen. Das heißt also, der Blutegel ist wahrscheinlich das schlechteste Beispiel für Koranwunder,
was man hätte wählen können. Das ist also völlig idiotisch. Wer sich das ausgedacht hat, der sollte sofort gefeuert werden. Aber das hält einen Schier Hamza nicht davon ab, dieses Blättchen da wie wild rumzuwedeln und zu sagen, guck mal hier, hier ist doch alles drin, was alles wunderbar im Koran ist. Das heißt, er hat keine blasse Ahnung, was im Koran steht und hat noch weniger Ahnung, was eigentlich in der Realität vorgeht. Er versteht nicht, was ein Embryo ist. Er versteht nicht, was Wissenschaft ist. Er versteht überhaupt nichts. Er bringt alle möglichen Sachen durcheinander, bringt dann irgendwelche Zeichnungen von irgendwelchen Sachen, die die Leute damals einfach nur verfälscht haben, wo man dann ein Stück eines anderen einfach nur rausschneidet aus einem Foto und dann sagt, guck mal hier, so sieht das aus. Dann kommen da irgendwelche Bilder in diesem Ding, hier auf der Seite 10. Davon ist doch nichts irgendwie aussagekräftig. Das hat doch nichts mit dem Koran zu tun. Davon steht nichts im Koran. Das heißt also, bloß weil etwas mit Blut gefüllt ist, und hier sieht man das letzte Bildchen unten, das ist eine Darstellung des Blutkreislaufs in einem Embryo, wie das von der Plazenta über die Nabelschnur versorgt wird mit Blut. Und das sammelt sich halt da an. Aber deswegen kannst du doch nicht sagen, das ist ein Blutklumpen. Ich weiß auch nicht, was ein Blutklumpen ist. Vor allen Dingen, wenn man dann auf der Seite 11 dann schon wieder ein anderes Foto sieht, was jetzt auch wieder ein Embryo darstellen soll. Und dann, und jetzt kommt das mit dem Bukaiismus, was ich ja in den Bukai-Videos gezeigt habe. Jetzt nehmen die also dieses Foto, machen dann da eine Zeichnung draus, dann legt er ein Stück Kaugummi oder irgendwas oder ein Stück Fleisch oder was Gott, irgendwas da drunter und macht dann Zahnabdruck. Ich meine, das Ding oben, das ist gerade mal, weiß ich nicht, 6 mm groß. Na, und dann, das kannst du mit Zähnen nicht nachmachen. Aber die tun so, als ob das irgendwie sich ähnelt. Und weil es sich äußerlich ähnelt, deswegen stimmt der Koran und das ist wissenschaftlich korrekt. Ich sag mal, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht, wie da irgendjemand damit durchkommt und dann seitenlang darüber, ja gut, einfach nur gelogen wird, dass sie sagen, ja, guck mal, das sieht in der Realität so aus und das wird ja genauso, wird das ja im Koran beschrieben. Das ist Blödsinn. Und dann kommt hier auf Seite 13 dieser Abschnitt, wo dann halt der Dr. Moore dann, einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt auf dem Gebiet der Anatomie. Nein, das ist ein Autor, das ist einfach nur ein Uniprofessor. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Und der hat dann seine persönliche Meinung zu irgendwas gesagt, wo er, ja gut, wir wissen nicht genau, wie er überzeugt wurde, das zu machen. Nur komischerweise, ich habe ja seinen Lebenslauf und da steht nichts davon drin, dass er jemals irgendwo auf der arabischen Halbinsel war. Da steht nirgendwo drin, dass er einen Vortrag gehalten hat darüber. Und da steht auch nirgendwo drin, dass er irgendwas mit Koran, mit Islam, mit sonst irgendwas zu tun hat. Nur in seinen Büchern steht überall drin, dass der Koran genauso wie die Griechen halt alles falsch darstellt. Und vor allen Dingen macht er eine Aussage, dass der Koran sagt, dass es 6 Tage irgendwie dort bleibt. Und das sagt der Koran überhaupt nicht. Das heißt also, der Moor wusste noch nicht mal, was im Koran überhaupt drin steht. Das heißt also, jetzt hier zu sagen, ja, also der Moor, der hat das ja bestätigt und hat ja gesagt, ja, der Koran ist so toll. Ja, das ist ein Mensch, der seine persönliche Meinung aufgrund irgendwelcher Überredungskünste, ich stelle jetzt hier keine Behauptungen auf, weil ich es nicht weiß. Beim Bukay habe ich es mit eigenen Augen gesehen, dass der bezahlt wurde, beim Moor weiß ich nicht. Nur, ich habe halt mit ihm gesprochen und habe ihn gebeten, doch die Wahrheit zu sagen. Und da hat er gesagt, ich habe seit 10 Jahren nichts mit dem Koran zu tun gehabt. Und hat dann aufgelegt. Und dann habe ich das noch ein Jahr später nochmal, da habe ich ja noch mit seiner Frau gesprochen. Die hat gesagt, er will nichts mehr damit zu tun haben. Er ist jetzt krank. Naja, und dann ist er halt 2 Jahre später gestorben. Das heißt also, er hat seine Lügen mit ins Grab genommen. Und wir werden nie wissen, was da jetzt genau dahinter steckt und warum der das gemacht hat. Auf jeden Fall, er hat gelogen. Also das, was Moore
in der dritten Ausgabe, die ja von Zendani gekauft wurde. Was da drin steht, ist erstens nicht von Moore und zweitens nicht richtig. Das, was er in dem Buch The Developing Human geschrieben hat, was von der ersten bis zur zehnten Ausgabe ausgenommen der dritten halt, was da drin steht, das ist biologisch richtig, aber der Rest mit dem Koran nicht. So, und dann gehen wir auf Seite 14, da geht das halt weiter mit dem Moor, was der da alles Tolles gesagt hat und was in den Hadith steht und bla bla bla. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles Lug und Trug und einfach nur leere Behauptungen und alles falsch. Und das habe ich ja in mehreren, ich weiß nicht in wie viel Videos, in wie viel Debatten, in wie oft ich das schon belegt habe, dass es absoluter Blödsinn ist. Aber ein Hamza von Shia, nee, von Al-Batul, den kümmert das nicht. Der wedelt mit diesem Blättchen hier rum und denkt, oh ja, jetzt habe ich ihn aber. Jetzt kann ich ihm zeigen, dass der Koran ja wissenschaftlich korrekt ist. Das konnte ja zu der Zeit noch niemand wissen und deswegen muss es ja von Gott kommen. Nur kopiert der Koran die Griechen und das, was er kopiert, ist falsch. Tut mir furchtbar leid. So, dann machen wir hier nochmal einen Break und nächstes Mal geht's weiter bei den Bergen.